Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die FSK 18 Brutalbox von 18 Karat. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. FSK 18 Brutal von 18 Karat aus dem Jahr 2016. Es war das Debüt-Release von 18 Karat. Und so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schwarz-goldene Box. Und zwar lesen wir hier oben den Albumtitel. Dann haben wir rundherum so einen Zierrahmen. Und in der Mitte dann noch einmal groß die goldene Maske von 18 Karat. Darunter lesen wir Supremus präsentiert. Die Box an den Seiten in schwarz gehalten. Auf der linken Seite sieht ein bisschen so nach schwarz-goldener Lederoptik aus, diese Sessel oder diese Sofas mit diesen goldenen Knöpfen, um das Leder entsprechend zu spannen. 18 Karat lesen wir, Supremus, nochmal 18 Karat und Supremus. Und auf der Rückseite haben wir dann auch nochmals 18 Karat FSK 18 Brutal Limited Super Deluxe Box zu lesen. Internetadressen, Supremus, Barcode und Credits. Und hier zwei goldene Spritzer oder Kratzer, je nachdem. Gut, das Ganze vom Boxformat sehr ungewöhnlich, relativ groß und etwas flacher als die meisten Boxen. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und dann haben wir hier schon den Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, FSK 18 Brutal. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Eine Umhängetasche. Und ein Poster. Ja, vom Inhalt her etwas wenig, also es wirkt etwas verloren in dieser Riesenbox, aber es ist immer so eine Sache, also ich glaube rein von der Größe dieser Tasche hätte das auch in so eine reguläre Standardbox gepasst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt rein von der Optik macht diese Box von der Größe natürlich auch etwas mehr Eindruck im Regal oder wo auch immer man die hinstellen möchte. Also rein von der Box her gefällt mir das richtig gut. Und es wirkt auf jeden Fall wie irgendwie so eine Trophäe oder wie irgendetwas, das man sich gut in die Vitrine stellen kann. Okay. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. 18 Karat FSK 18 Brutal. Auch hier wieder die Maske, allerdings eher so in Gelb gehalten, nicht in Gold. Und dann haben wir hier so zwei Samurai-Schwerter dahinter und diverse Blutspritzer. Verbraucherhinweis, harte Texte. Und auch hier wieder so einen Zierrahmen, allerdings in weiß. Das Ganze kommt in einem super Jewel Case. Das gefällt mir richtig gut. Wir lesen hier auf der Seite 18 Karat, FSK 18 Brutal. Und dann haben wir hier auch wieder ein Samurai-Schwert abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir 18 Tracks an der Zahl. Und wir haben meines Wissens keinerlei Features, sondern es sind 18 Solo-Tracks von 18 Karat. Und wir haben hier relativ ungewöhnlich für eine Tracklist auch direkt aufgeführt, wer das Ganze produziert hat. Also jeder Produzent pro Track hier wirklich auf der Tracklist erwähnt. Schöne Sache. Dann kommen wir zum Inhalt. Das ist die CD, das ist das Booklet. Wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Okay. Okay. Also wir haben hier nicht nur das Booklet, sondern wir haben zusätzlich... Gut, dass das hier aufgehoben wurde, damit es nicht irgendwie knicken oder anderweitig beschädigt werden konnte. Haben wir hier noch eine quadratische Autogrammkarte, mehr oder weniger. Und zwar haben wir hier nochmal das Logo, also das Cover des Albums. Und auf der Rückseite haben wir eine Fotografie von 18 Karat. Und hier mit goldenem Stift wurde unterschrieben 18 Karat. Also quadratisch, ist vom Material ja etwas dünner, also wie so Booklet-Papier, etwas gestärkteres Papier, aber... Nicht wie so eine Autogrammkarte, aber richtig schön. Sowohl von der Optik als auch so vom Designer gefällt mir das echt gut. Dann haben wir darunter, jetzt kommen wir aber zum Booklet. Eben das Booklet. Und zwar, was haben wir hier? Hier haben wir einzelne Einblicke in den Entstehungsprozess, Making-ofs und diverse Videodrehs. So sieht das aus. 18 Karat Lamborghini, in diesem Fall. Ein Lamborghini, das dürfte wohl ein Ferrari sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. 18 Karat und seine Männer. Und hier nochmal 18 Karat alleine. Und hier auf dem Thron mit Kalaschnikow und leicht bekleideten Damen. Ja, auch hier wieder die Tracklist.
inklusive der ganzen Features. Machen wir das Booklet mal wieder rein. Und weil es so schön gepasst hat, mache ich auch wieder die Autogrammkarte da mit rein, damit die hier gut geschützt ist. So. Die CD sieht so aus, FSK 18 brutal, 18 Grad. Wir haben hier die Maske und auch hier wieder schwarz-rot. Diese Blutspritzer-Optik. So sieht die CD aus. Und das, die Rückseite in schwarz und weiß. Auch hier wieder die zwei Samurai-Schwerter und FSK 18 brutal zu lesen. Also rein vom Design her echt gelungen. Artwork ist sehr, sehr stark in meinen Augen. Was mir allerdings weniger gefällt, das ist das hier. Und zwar, wie diese Instrumental-CD ihren Weg zu uns gefunden hat. Das Ganze kommt in so einer ja, ganz schlichten Plastikhülle, in einer Klarsichtfolie, Klarsichthülle. Wir haben hier die Instrumental-CD in schwarz und rot. 1:1, wie auch schon die Album-CD, oder? Ja, nur eben mit dem Zusatz Instrumentals, ansonsten genau das gleiche. Ja, hätte mich natürlich gefreut, wenn man die eventuell in einem Super Jewel Case verarbeitet hätte, die Instrumental CD, einfach ein 2er Jewel Case verwendet oder in einem Pub Case oder Digipack oder egal wie, von mir ist auch in so einem Digisleeve, also in so einer Papierhülle, Papphülle, aber in so einer Klarsichthülle muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir nicht. Das ist echt etwas mager. Naja, gut, dann haben wir ein Poster. Ein relativ kleines Poster. Und zwar haben wir einmal in Schwarz-Gold wieder die Maske. FSK 18 brutal. Also das Poster 1:1, wie auch schon die Box. So sieht es aus. Mächtig. Und auf der Rückseite haben wir dann dieses hier. Also 18 Karat. Albumtitel Supremus Records. Established 2015. Und hier zwei aufgeklappte Butterfly-Messer. Und an den Ecken jeweils diese goldenen Zierelemente. So. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch diese Umhängetasche. Und auch hier lesen wir wieder 18 Karat Supremos. Sind 2015 und hier noch 4-4. Also die 4-4 wohl für Dortmund. 18 Karat ja aus Dortmund bekannterweise. Die Tasche in schwarz gehalten mit weißem Aufdruck auf der vorderen Seite. Wir haben hier einmal einen Reißverschluss und hier in dem Fach noch diverse Unterteilungen und kleine Fächer, diverse Eingriffe. Sehr schön, also hier kann man einen Stift, ja, am ersten Stift reinmachen, Ausweise, Karten etc. Schön gemacht. Und dann haben wir noch das Hauptfach. Dieses hier auch wieder unterteilt, also hier ist ein so ein Trenner mit eingenäht. Ich schau mal ganz kurz, womit wir es zu tun haben, wenn ich den Zettel irgendwie rausbekomme. Jawohl, also wie die meisten solcher Umhängetaschen in diesen Deluxe-Boxen ist die von Backbase. Und das Ganze ist, wo haben wir es? Ich hoffe, man kann das lesen. Sponge Clean Only und 100% Polyester. Und hier auf der Rückseite lesen wir dann noch Backbase, Beachfield Brands Limited, United Kingdom. Gut, auf der Rückseite haben wir dann noch ein mehr oder weniger Geheimfach. Dieses nicht mit Reißverschluss, sondern hier mit Klettverschluss zuzumachen. Hier keinerlei Unterteilungen drin, sondern das ist ein Fach. Und in diesem Fach wurde dann noch das hier aufbewahrt, und zwar haben wir hier die Träger für die Tasche und wir haben hier so einen Plastikteil, mit dem man das entsprechend dann ziehen kann. Also man kann die Länge dieser Träger hier variieren und dementsprechend dann die Länge der Träger anpassen, um sich dieses schöne Stück dann umzuhängen. Ja, gefällt mir von der Optik gut, klassisch in schwarz gehalten, aber der Aufdruck hier wirkt hochwertig. Und das kann man durchaus tragen in meinen Augen. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Umhängetasche, dann das Poster, A3 mehr oder weniger dürfte das sein, im Hochformat beidseitig bedruckt, Rückseite im Querformat bedruckt.
Dann haben wir die Instrumentals, diese leider in dieser Klarsichthülle. Und natürlich das Album an sich, FSK 18 Brutal. Ja, und im Booklet eben noch die Autogrammkarte, die ich euch vorhin gezeigt habe. Dieser kleine Einleger mit dem 18 Karat Autogramm. Hätte ich jetzt ja noch fast vergessen. Das alles in dieser wunderbaren Box, FSK 18 Brutal von 18 Karat. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 18 Karat unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.